Zwischen den Welten. Die Abenteuer der Seele. Nach dem Vorfall mit ihren Eltern kam Isabel zum Unterricht beim Meister und beschloss, dass nichts sie aufhalten würde und sie tun würde, was sie für richtig hielt. Wie geht's? Sie erinnerte sich an alles, was passiert war und brach in Tränen aus. Der Meister umarmte sie väterlich. Sei nicht traurig. Das ist dein Kampf für deine Freiheit, deine Individualität. Wir alle hier müssen gegen Unwissenheit, Bosheit und den durchschnittlichen Einfluss der Menge kämpfen. Aber gesegnet sind die Hindernisse. Durch sie wachsen wir. So entwickelt sich unser Wille. Im Widerstand gegen Dunkelheit, Bosheit und Lügen. Betrachte sie als Übungen für deinen Geist. Denk daran, dass du nicht nur für dich kämpfst, sondern auch für das Wohl von anderen Wesen wie dir. Werde frei und um dich herum werden viele frei sein. Der Meister lud sie in einen Raum ein, in dem bereits einige Schüler waren. Dort gab es eine Vielzahl erstaunlicher Instrumente. Maultrommeln, schamanische Trommeln, tibetische Hörner, Klangschalen, Glöckchen, Didgeridoos, Berimbaus und viele andere Instrumente, von denen Isabel noch nicht einmal die Namen kannte. Hier komponiere ich die Musik der Transformation. Das ist eine besondere, magische Musik, die die Menschen und die ganze Welt verändern kann. Es gibt eine alte Wissenschaft, die Orphik, die lernt, wie man durch Kunst seine Absicht verkörpert, jedes Ziel erreicht und den Menschen höhere Zustände vermittelt. Er nahm die Maultrommel und begann zu spielen. Erstaunliche, bezaubernde Klänge erfüllten den ganzen Raum. Plötzlich begannen auch andere Instrumente zu spielen und begleiteten den Meister. Die Anwesenden konnten nicht verstehen, was los war. Jan war auch mit seinen Freundinnen hier. Er sah, wie Engel herabkamen und dem Meister zuspielten. Raya und Bhagavati begannen zu tanzen, während Jan sich hinsetzte und zu meditieren begann. Wunderbare Klänge verbreiteten sich im Raum mit Protuberanzen von regenbogenfarbenem Strahlen. Isabel spürte eine unbekannte Energie. Sie nahm eine Flöte und begann auch in einer einzigen Symphonie der Klänge mit dem Meister zu spielen. Ihre Eltern erlaubten ihr nicht, Musik zu lernen. Niemand braucht Musiker. Um auf der Bühne zu stehen, musst du mit dem Produzenten schlafen. Das lasse ich nicht zu. Du wirst Buchhalterin werden. Wie? Das ist doch so langweilig. Gewöhne dich dran. Das ganze Leben ist langweilig. So leben alle. Du hast keine andere Wahl. Aber hier spielte sie. Und es gelang ihr von selbst, als ob sie in einer Art Gabe erwacht wäre. Plötzlich hatte sie eine Vision, als würde sie in einem schönen Sari neben spitzen indischen Tempeln tanzen, vor dem Meister, der in einer Turbanmütze saß und Sitar spielte. Was ist das? Jan sah ihre Gedanken und wusste, dass sie sich an ihr früheres Leben erinnerte. Die bezaubernde Musik spielte weiter und versetzte die Anwesenden in einen Trance-Zustand. Nach dem Konzert erzählte Isabel, wie ihr Vater sie gedemütigt hatte. Ja, du wärst beinahe Opfer des Erziehungsprozesses geworden. Denk mal darüber nach, wie viele Talente während der Erziehung verloren gegangen sind. Man muss für seine Selbstverwirklichung kämpfen
und durch alle Hindernisse gehen. Musik kann aufbauen, kann aber auch zerstören. Habt ihr in der Bibel gelesen, wie die Mauern von Jericho durch den Klang der Trompeten zerstört wurden? Schlangenbeschwörer kontrollieren die Schlangen mit Hilfe von Musik. Etwas komplexere Musik kann Menschen kontrollieren und ihnen großes Wissen vermitteln, aber nicht für den Verstand, sondern für das Herz. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, während du gespielt hast. Und mir kam das Bild eines zukünftigen Gemäldes. Ihr seht, die Musik der Transformation weckt verborgene Fähigkeiten und Talente im Menschen. Die Kunst der Orphik besteht darin, sich mit Gott, dem Egregor, etwas Höherem zu verbinden. Wenn in Gebet und Meditation Gnade, Muse, Inspiration zum Menschen kommen. Das heißt die Energie von höherer Ordnung, die Inspiration Gottes. Manchmal muss man lange warten. Fasten, heilige Orte besuchen, die Seele mit erhabenen Eindrücken nähern. Aber wenn die Sterne sich vereinen, dann kommt die Erleuchtung. Es entsteht eine kreative Idee im Menschen. Diese muss starke Emotionen in euch wecken und sie dann in eurer Kunst verwirklichen. Dieses Werk wird die Energie dieser Emotionen tragen und die Menschen mit der höheren Intelligenz verbinden, die diese Idee gegeben hat, zu Gott führen. Die Orphik hilft, jede Absicht zu verwirklichen, denn Kunst ist das verbindende Glied zwischen Idee, Konzept und der Welt. Es verleiht der Idee ein Bild, erfüllt es mit Gefühl und den Empfindungen der Zuschauer und Zuhörer und kleidet somit diese Idee in ein Energiefeld, das es ihr ermöglicht, sich zu manifestieren. Es fördert das Eindringen dieser Idee in die Köpfe und Herzen vieler Menschen, deren Harmonisierung bereits ein Feld des Egregors schafft. Das Theater ist eine Vereinigung aller Arten von Kunst. Deshalb waren antike theatralische Mysterien ein großartiger Weg, um seine Teilnehmer zu transformieren und die notwendigen Ideen ins Leben zu bringen. Es ist wichtig, bewusst mit allem umzugehen, was ihr kreiert, mit den Ideen, die ihr durch euch hindurchtragt, denn der Schlaf des Geistes bringt Monster hervor. Lasst uns jetzt unsere gemeinsame Musik schaffen. Jeder soll das Instrument nehmen, das ihm am besten gefällt, und mir damit einstimmen. Die Menschen nahmen die Instrumente und begannen, dem Meister zu folgen. Und obwohl das nicht allen gut gelang, erwachten vor ihren Augen ihre kreativen Fähigkeiten. Jan sah und fühlte in sich, wie sich durch die Musik die Bewegung der Energie der Aura harmonisierte, wie sich die Felder aller Anwesenden zu einem gemeinsamen Strahlen vereinten und Wellen der Liebe und Harmonie auf die Welt ausstrahlten. Und es schien, als würde jeder Wunsch sofort in Erfüllung gehen. Am Ende des improvisierten Konzerts ging der Meister zu Isabel und überreichte ihr einen USB-Stick. Hier, nimm. Das ist deine individuelle Musik. Sie drückt die Musik der Sphären aus, deinen astrologischen Code, und wird dir helfen, deine Fähigkeiten, dein wahres Ich zu entfalten. Isabel nahm die Gabe des Meisters ehrfürchtig an. Tränen liefen über ihre Wangen. Nur hier erhielt sie die Unterstützung und das Verständnis, das ihr während ihrer ganzen Kindheit in ihrer Familie fehlte. Laila liebt es, durch parallele Universen zu reisen und wollte uns auf eine solche Reise mitnehmen. Sehr interessant. Die Freunde befanden sich im Weltraum, von wo aus das gesamte Sonnensystem zu sehen war. Die Planeten waren lebendige Wesen, aber sie lebten langsamer als wir. Während bei den Menschen ein ganzes Leben verging, verging bei ihnen nur eine Minute. In einen der Strahlen eingeflogen, befanden sie sich neben der Erde und sahen aus der Höhe eines Vogelflugs kleine Häuser und Tempel, die in der Vegetation versunken waren. Das ist Sama Devi. Ich dachte, bei euch fliegen schon Autos durch die Luft. Und ihr seid hier im Steinzeitalter oder was? Technischer Fortschritt ist kein Indikator für Intelligenz.
Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.